Vorlese-E-Mail-Zimmer, als hätten sich die Leute abgesprochen. Sind lauter Mails reingekommen von Männern, die unzufrieden sind mit ihrem Penis. Oha. Und ja, vielleicht sind sie, also zum Teil sind sie sehr jung, um die 20, 25. Und ich habe einfach entschieden, dass obwohl wir schon mal so einen Penisblock hatten, und da kannst du ja darauf hinweisen, Felix, Entschuldigung. Da war die Länge, da ging es aber um die Länge. Ja, so, vielleicht geht es hier jetzt auch drum. Ach, also stimmt. Das, als ob er es besser wüsste. Ja, also jedenfalls scheint es ein immer wiederkehrendes Thema zu sein, aber guckt erstmal auf unsere anderen Blogs auch dann dazu. Und jetzt, eine Sache muss ich einfach mal loswerden wieder. Hier jemand, 20 Jahre alt, sein Penis ist unter Mittel mit 11 Zentimetern. Mittel ist 14,6 oder sowas, also so ein Stück kürzer. Dieser Mann vergleicht sich aber mit jemandem, der einen 24 cm Penis hat. Und das kann man nicht oft genug sagen, dass das kaum jemand hat. Irgendwie ist das, könnte man sagen, sogenannter Pornopenis. 24 ist so ein Stück länger als der Durchschnitt. Und ich möchte jetzt nicht jeden mit so einem Riesenpenis wehtun, aber ganz viele Frauen finden das zu lang. So. Weil es wehtut. So, der andere junge Mann, der schreibt, er hat 13,5 cm lang. Das ist ja wirklich absolut im Durchschnitt, muss man sagen, also wie die meisten. Und fragt Freunde und deren sind alle 3 cm länger. Das heißt, die lägen so ein bisschen über dem Durchschnitt. Er liegt ganz klein wenig unter dem Durchschnitt. Dazu möchte ich unbedingt sagen, dass wenn man Männer fragt, wie lang ihre Penisse sind, ganz viele gern mal ein bisschen drauf tun. Es gibt ja nicht den Punkt, wo man einfach jetzt hinzeigt und ab da misst man. Man misst immer, ja, gern ein bisschen großzügiger. Und wo ist das? Ja, wenn er erigiert ist, lineal so rein zur Wurzel stecken, da kann man denn drücken oder nicht drücken und schon hat man 1 Zentimeter mehr. Also mit den Vergleichen, ja, du lachst hier, wir haben ja einen Mann hier stehen, ne? Ja, nee, so geht das, ne? Also. Alles klar. Ja, Penisverlängerung kostenlos, ne? Ja, ich, ja, kostenlosen Penis, toll. Ja, ich springe weiter, weil bevor ich zu einer Konklusion komme, würde ich gerne dann die dritte Mail so vorlesen. Da beschreibt jemand, ich weiß nicht, wie alt dieser jemand ist, dass sein Penis im erigierten Zustand krumm ist. Und seiner ist nach unten gebogen, sagt er. Und er sagt, manchmal habe ich Angst vor neuen Stellungen, weil er denkt, dass es vielleicht in die Hose geht, also nicht klappt. Deswegen nehme ich immer dieselbe Stellung, Doggy-Style. Das findet er denn toll, aber ob ich ein paar Tipps geben könnte. Doggy-Style, jetzt muss ich mal eben überlegen. Penis geht nach unten, also ein Penis geht hoch, seiner biegt so. Wenn er Doggy-Style macht, ja. Ja, junger Mann, das ist eine gute Idee. Weil dann reibt es nämlich tatsächlich über die Prostata der Frau. Wenn hier eine Frau ist, Beine, Kopf ist jetzt hier, Arme, Beine, dann ist hier ja Bauchnabel bei ihr. Da nach unten hin ist Bauchnabel und Prostata, also diese schöne erogene Stelle bei der Frau. Und wenn sein Penis nach unten gebogen ist, geht es dann quasi genau dahin. Und jetzt bin ich auch schon bei dem Thema. Es geht eigentlich total darum, wo kommt der Penis gegen? Und das kann man ja ändern als Mann, je nachdem, welche Stellung man nimmt, wie dieser Mann es auch schon tut. Und dann ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, wie lang er ist und ob er gerade ist. Und ich darf jetzt mal mich outen und sagen, ja, ich kannte 2 Männer, die einen besonders auffällig gebogenen Penis hatten. Und das waren tatsächlich die Penisse, die ich in meinem ganzen Leben am besten gespürt habe. Das kann schon sehr interessant werden mit diesen Bögen, möchte ich nur sagen. Und das war's. Krumm und nicht zu lang. Ja. Wir haben aber jetzt gerade eine schwierige Frage zu beantworten und ich denke noch. Felix hat gerade eben gesagt, ach, aber das ist ja dann echt auch schwer, oder? Wenn der so nach unten geht, der Penis.
Und dann haben wir gerade überlegt, ja, was wir natürlich nicht wissen, wie sehr gebogen. Und das ist ja ein Unterschied, ob nur ein bisschen gebogen oder sehr. Und da haben wir gerade überlegt, welche Stellungen gehen denn, wenn man einen sehr, sehr nach unten gebogenen Penis hat. Und weil diese Doggy Style ja dann wirklich die optimale Lösung ist. Aber wenn man jetzt auch mal anders möchte, dann kann man ja vielleicht sowas überlegen, wenn Frau jetzt auf dem Rücken liegt und je nachdem, wie sehr der Penis nach unten gebogen ist, aber solche Sachen versuchen, wo man so halb gedreht ist. Also die Frau, man kann auch von hinten, während die Frau einfach liegt, also so wie Löffelchen, aber die Frau dreht sich dann um, so Löffelchen von hinten, dann ist es nicht gerade dieses Doggy, was viele vielleicht nicht mögen, Frauen, weil man so ausgeliefert ist. Oder so, wo er so auf den seinen eigenen, so halb rausgedreht, sie liegt auf dem Rücken und er dreht sich so halb um sie rum und so halb von der Seite. Aber zugegeben, es hängt davon ab, wie gebogen. Naja. Diese Frage können wir dann nicht beantworten. Ich würde eher nur sagen, verschiedene Sachen wirklich ausprobieren. Und da gibt es bestimmt eine, wo genau dieser Bogen genau richtig ist. Aber danke, dass du gefragt hast. Hat richtig. Mich nur gewurmt. Ja, nee, ich wollte es nur nicht im Film machen, weil ich dachte, über das auch war nicht. Aber wichtig. Ja, gut. Wenn der Felix was zu sagen hat, soll er es sagen. Bis bald.